Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Warft. Wir haben beim letzten Mal hier ein paar Lagererweiterungen gebaut. Da ist auch schon ganz gut Zeugs drin. Hier sind wir gerade schön am Braten und da ist auch schon wieder der Hai unterwegs. Und ja, wir wollen heute ein paar größere Felder bauen. Und vielleicht einen neuen Speer. Das machen wir mal gerade wieder ganz hier. Da, okay. Genau, dann machen wir erstmal einen neuen Speer gerade, dass wir da wieder was auf Vorrat haben, falls der andere kaputt geht, wenn wir im Kampf sind. Hier ist auch schon ein Metallspeer, sehr nice. Machen wir aber erstmal den normalen, da brauchen wir noch 3 Seile für. Ach Quatsch, haben wir... Hier haben wir sie. Genau, 3 Seile, dann noch ein paar Planken. Da ist doch bestimmt schon wieder eine hier drin. Guck mal. Und den stellen wir dann einmal her. Oh, nicht fallen lassen. Bitte einmal da ablegen. Genau. Da können wir auch schon wieder nachfeuern. Das tun wir auch direkt mal. Und da kommt eine riesige Insel. Krass. Das kommt ja wunderbar. Ja, das können wir eigentlich direkt schon mal hier ausleeren. Und genau, da gucken wir mal gerade, bis wir da sind, was wir denn brauchen. Wo waren die denn nochmal? Hier. Wir brauchen 8 Planken. Wir brauchen 4 Schrott. 4 Schrott ist das Ding. Können wir nicht machen, weil wir eben an die Insel müssen. Müssen wir also warten, bis es soweit ist, dass wir an der Insel sind. Kann ich das hier vielleicht noch so aufteilen? Ja, das dürfte doch gehen. Genau. Stackt ihr dann einfach da drauf, auf das, was schon existiert. Das ist gut. Und da kommen auch schon wieder ein paar Palmenblätter rein. Hoppala. Sehr gut. Machen wir da... Erweitern, genau. Ja, das ist krass. Was will man da noch sagen? Die sind auch schon wieder gut. Habe ich mir doch schon gedacht. Und ich muss wieder was trinken. So. Oh. Sind wir schon fast da? Wow. Das ging schnell. Könnten wir echt viel mit erweitern. Aber ich meine, Platzprobleme haben wir gerade noch nicht wirklich, würde ich sagen. Ich meine, hier könnten wir auch noch ein paar Felder hin machen. Das würde keine Probleme mit sich bringen. Und wir korrigieren mal ganz kurz so ein bisschen den Kurs. Ein bisschen weiter nach rechts, dass wir vielleicht genau da reinkommen. Oh. Oh. Das ist eine sehr große Insel, so wie es scheint. Komme ich da ran? Das ist natürlich nice. Warten wir mal gerade hier auf das Plastik. Geht das noch mit rein? Ja, das dürfte eigentlich, oder? Vom Winkel her passt das. Und noch Holz. Ach komm, ich zieh das rein. Holen wir uns da hinten das Holz. Das gefällt mir viel besser. Die Kinderüberraschung des Meeres. Oh, was? Hä? Was war das? Ach, komm schon. Ah, guck mal. Genau drauf. So, ja, vielleicht nicht ganz so weit rüber. Ja, vielleicht ist sogar hier besser. Wenn der Wind in die Richtung geht, dann könnten wir da gegendrücken. Und da fliegt natürlich wieder dieser Vogel rum, ne? Den habe ich ja gar nicht vermisst. Zack. Ich bin gerade sogar mal überlegen, ob ich die Seile noch mit da rein tue. Eigentlich bauen wir sonst auch gar nichts aus Basics so aus, ne? Ach komm, tun wir die Seile unten mit rein. Wenn das zu viel wird, dann tauschen wir das einfach. Wir machen aber mal Folgendes. Wir machen nur 2 Stacks Seile. Das sollte locker reichen. Oh, schön. Ja, warte mal. Wir fahren hier noch ein bisschen rüber. Ich hoffe, ich komme hier durch. Die Wellen sind gerade irgendwie schwierig. Einmal gießen. Zumindest die eine, dass da 100% was nachwächst. Ich weiß gar nicht, ob da was wächst. Oder gewachsen ist ohne das Gießen.
Kommst du da noch rum? Ja. Dann sollen wir relativ sicher stehen, wenn wir jetzt hier rüberfahren. Ah, gut. Wir bleiben nicht hängen. Komme ich denn da vorwärts? Ja doch, ganz langsam kommen wir vorwärts. Da sind wir nämlich genau hier schön eingekerbt. Und so gefällt mir das dann auch. So können wir stehen bleiben. Hi, du willst anbeißen. Ich glaube, so schnell waren wir den Hai noch nicht los bisher. Da brauche ich noch einen. Nee. Gut. Na, nicht mehr getroffen. Schade. Ach, ist das nicht schön. Komm, weil es so gut passt, gibt es noch eine Rübe oben drauf. Oder zwei, drei. Einmal Feuer würde ich, einmal Wasser würde ich noch zu mir nehmen. Wobei wir aber hier ja schon mal rein können. Ach, das ist auch so schön, ne? Du kannst hier einfach schön ins Wasser laufen. Weil der Strand einfach so flach ist. Ach ja, natürlich. Was auch sonst? Ich weiß gar nicht. Nee, wir brauchen keinen weiteren mehr, ne? Für irgendwas. Aber kann ja trotzdem nicht schaden, das mal mitzunehmen. Ah Gott! Oh! Okay, gehen wir zurück. Was mir jetzt eigentlich ganz gut gefallen würde, da habe ich nämlich jetzt gar nicht mehr dran gedacht, wegen diesem Kackvogel. Wäre vielleicht ein Dach oder so. Wenn ich es besser wissen würde, ob wir hier... Warte mal, ich drehe mal gerade da drauf. Wir wollen ja da reindrücken. Wenn ich es besser wissen würde, dass wir die Sachen vielleicht nochmal verschieben können, wenn wir die gebaut haben, dann würde ich jetzt auf jeden Fall hier auch ein Dach drüber bauen, dass ich so einen kleinen Rückzugsort habe, wo ich 100% sicher bin. Oder 99%. Man weiß ja nie, was passieren kann. Aber genau, dann würde ich dann ein Dach drüber ziehen wollen. Ich gehe jetzt erstmal rein. Ich gehe jetzt erstmal rein. Wir schauen jetzt erstmal grob über diese Insel, damit wir wissen, was auf uns zukommt. Zum Beispiel dieser Vogel und diese interessante Höhle. Oh, hi. Chill. Jetzt bin ich in der Höhle drin. Geh weg. Hoffentlich kommt hier kein Bär. Okay. Das führt aber doch nur raus, oder? Ja, führt nur raus. Ist ein, quasi ein Hintereingang. Wäre ganz cool gewesen, von da zu kommen. Ja, wobei. Dann können wir uns ja den Weg hier sparen. Bist du da oben? Ach, gucke mal. Gucke mal, hier. Pilze. Und wir brauchen noch die Schaufel, stimmt. Da brauchen wir wieder Eisen. Oh, hi. Ich glaube, ich habe hier sogar noch einen Weg entdeckt. Ach, ja. Hier geht's nach oben. Dann nutzen wir die Gelegenheit mal, das hier nicht abzubauen, weil wir keine Axt dabei haben. Führt das denn hier hin? Sieht auf jeden Fall schon mal gut aus, die Aussicht. Floß ist zum Glück auch noch zu sehen. Ich glaube, das ist mir einmal bei vielen Stunden oder nach vielen Stunden in Sea of Thieves passiert. Mit jemandem, mit dem ich zusammengezockt habe. Da haben wir aus Versehen vergessen, den Anker zu setzen und dann war auf einmal das Schiff weg. Zum Glück war das außerhalb von der Mission, wo wir fertig waren. Dankeschön. Einfach mal rein damit direkt. Ich friss keinen Platz. Oh, ein paar Bären. Au, der trifft natürlich. Oh, die passen noch rein. Genau, also erstmal grob looten. Und eigentlich ist das ja gar nicht so teuer. Komm, lass uns, wenn wir zurückgehen sollten, wirklich sagen, wir bauen jetzt erstmal ein kleines Dach. Das würde ich aber auch dann tatsächlich sagen, machen wir übers Feld, weil dann dürften die Möwen nicht mehr angreifen. Wobei, auf der anderen Seite gibt es halt Hähnchen, ne? Ein, zwei Rüben weniger und dafür eine dicke, fette Möwe. Warum nicht? Warum nicht?
Aber wir können ja auch das Nest noch bauen. Das haben wir ja auch noch offen. Das ist ja auch noch so auf der To-Do-Liste. Ja, die sind sehr schön. Dann gehen wir mal weiter. Wobei, die sind ziemlich länglich. Ich habe mal irgendwo gelesen, wenn die gleichmäßig rund sind, sind sie wohl besser. Oh, da ist wieder ein Shop. Ha! Du kannst mich mal. Ah, lala. Wieso baue ich mir nicht einfach hier eine Hütte hin? Würde das rein theoretisch sogar gehen? Ach, ich kann die... Ach doch, das war ja hiermit Quatsch. Gut, ich habe jetzt nichts dabei. Aber wahrscheinlich geht es auch nicht. Aber das Wildschwein, das nervt mich ein bisschen, ne? Du triffst mich nicht, oder? Oh, was? Irgendwas, was mehr Schaden macht. Na, dann hau du mal ab. Bleib mal kurz hier stehen. Hier ist ganz gemütlich. Oh, Erdbeer-Colada. Nice. Es rennt halt wirklich auch komplett über die Insel zurück, ne? Und gleich kommt es wieder zu uns. Okay. Ich wollte schon sagen, wenn es jetzt umdreht. Lufthorn, das ist doch gut. Garderobe. Was ich auch cool finden würde. Auch wenn das Spiel... Ach, guck mal, es gibt sogar noch weitere Tiers. Auch wenn das Spiel keinen Multiplayer hat, wenn man so kleine Floße losschicken könnte, wo so ein Shop drauf wäre, wo man ein paar Sachen verkauft, die andere Spieler dann finden können. Ich bin mal gespannt, wie wir diese Müllwürfel machen können. Und wie wir an diese Coins dann kommen. Wahrscheinlich, oder warte mal, da können wir mal gerade noch schnell gucken. Wir haben ja hier Verkaufen. Ja, das gibt die Handelsmünze. Aber das sind ja auch irgendwie voll die krassen Tiere. Außer hier die. Ja, wobei, die schimmert. Weniger als man denkt, okay. Garnelen schön angebraten mit Salz. Und ein bisschen Pfeffer. Will ich dir denn dann noch hergeben? Leben sieht eigentlich ganz gut aus. Lass uns mal gerade tauchen. Wir brauchen Eisen. Ein wenig Eisen. Das ist Sand, ne? Ja, komm, warum nicht? Ton haben wir auf jeden Fall noch da. Brauchen wir nicht wirklich jetzt holen. Ist ja auch jetzt nicht wirklich irgendwie was Seltenes, ne? Wir sollten auf jeden Fall noch ein bisschen Schrott mitnehmen. Wenn wir welchen finden. Und Sand nehmen wir gerade auch einfach ein bisschen was mit. Das, was wir finden. Da ist Schrott. Hier an den Wänden ist nichts. Da. Komm her. Greif zu. Wundertoll. Das ist keine Muschel. Da ist noch ein bisschen Schrott. Gibt aber immer eins, oder? Ja. Oh. Ich bin auch ganz froh, dass der Hai uns gerade mal in Ruhe lässt. Ich hoffe nur, dass er das Floß nicht angreift, wenn wir alleine hier unterwegs sind. Aber ich meine, dass wir das geändert haben. Was nur nicht so ganz funktioniert, ist die Möwen. Die greifen halt trotzdem die Felder irgendwie an, was ich so festgestellt habe. Ist halt nicht so geil. Doch, lass ich liegen. Komm her. So, YouTube. Ja, sieht echt mager aus für Metalle. Gehen wir mal gerade hier, machen wir mal gerade den Ninja und laufen mal an der Wand hier entlang.
Gut, hier wird nichts sein. Oha. Dass wir uns hier noch halten können. Aber hier nicht mehr. Das ist aber auch der Eingang, oder? Oh, das ist gut. Das, ist das denn auch Eisen oder was ist das? Ne, Kupfer. Okay, ich wollte gerade sagen, das sieht so ein bisschen komisch aus. Dankeschön, 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 Dankeschön. Da, was ist das? Hä? Achso, hier liegt über mir Schrott oder was? Also ein bisschen weiter links. Ja, da war man fast dabei. Oh nein! Hau ab! Ich filme jetzt erstmal weiter. Ich glaube, wir gehen auch langsam nochmal nach Hause. Nochmal nachfüllen, das mit dem Wasser. Und mit dem Essen. Nee, komm, ich hau mir die Melone jetzt nicht rein. Das ist dann jetzt eher so ein Notfall. Ja, der trifft mich natürlich unter Wasser an der Ecke. Ja, natürlich. Dieser bescheuerte Vogel. Eines Tages gibt es Genugtuung durch Rache. Vielleicht sollten wir uns auch mal schlafen legen. Habe ich gerade das ganze Holz weggelegt. Natürlich. Puh. Schwierig. Der Vogel, der nervt. Wir hatten eben die ganze Zeit Ruhe vor dem. Nervensäge Vogel, geh mir nicht auf die Nerven. Ach, ich tue's da jetzt rein. In Sorge, dass der Vogel zurückkommt. Warte mal, Essenskiste war daneben. So, das komme ich. Ich war aber gerade rot hier durch den Sonnenaufgang. Oh nein, Mann! Der macht doch kein Geräusch! Ich gucke jetzt, was Pfeil und Bogen kostet. Ich gehe jetzt in die Höhle. So, ich denke, hier bin ich einigermaßen sicher, wenn ich da hochkomme. So, hier eigentlich auch. Außer er fliegt da durch. Nö, soll passen. So, Pfeil und Bogen. Kann ich da irgendwas machen? Hä? Da steht halt Bogen und Pfeil so. Aber... Vielleicht sollte ich das einfach mal machen. Ich meine, wenn wir dann ein paar Pfeile haben, aber keinen Bogen, ist das auch nicht schlimm. Aber habe ich den Bogen nicht? Das finde ich halt ein bisschen komisch. Irgendwo muss doch ein Bogen sein. Den ich halt, weil ich nicht mit einem Seil oder so baue. Und was kommt die eigentlich hier? Oh, die ist sogar recht günstig. Nice. Da sehe ich uns. Ganz viele Lichterketten. Ich baue das jetzt einfach mal. Wir brauchen 3 Planken, 3 Steine, 6 Kunststoff. Ich nehme mir 3 Steine und den Rest nehme ich dann halt einfach aus der einen Kiste. So. Wo hatte ich nochmal Steine drin? Hier vorne. Da was trinken. Nice! Hoffentlich kriegt der Boden hier keinen Schaden, aber ich denke mal nicht. Geil. Ich habe nur Pfeile. Ja.
Nein! Ah. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Immer in Bewegung bleiben. Ich sehe ihn halt auch nicht gerade, ne? Das macht mich etwas nervös. So, drauf da. Auf geht's. Ach Gott. Ach Gott, der macht einem das Leben schwer. Wir gehen wieder tauchen. Das macht gerade am meisten Sinn, weil wir einfach Eisen brauchen, um die Schaufel zu machen, damit wir auch mal diese Sachen da ausheben können. Da oben fliegt er, der kommt aber auch gleich wieder zu uns. Ach, das nehme ich mit. Oh Gott, ich habe den Hai vergessen, dass der hier rumschwimmt. Zum Glück sind wir gerade ausgewichen mit diesem Sprung. Ach, rein damit. Kann ich nicht einfach hier bleiben? Oh, shit. Oh, ne. Ich dachte, das Wildschwein wäre hinter mir. Da könnte... Was war das gerade für ein komischer Effekt? Aber hier könnte noch was liegen. Hier außen zumindest. Ah, guck mal. Da unten haben wir ein bisschen Eisen. Haken habe ich dabei. Auf geht's. In die Tiefen. Gleich kommt der Vogel und trifft mich hier. So, immer her damit. Das ist schon mal ein Anfang. Auch wenn jetzt nicht mehr kommt, können wir damit schon mal ein bisschen weitermachen. Ah, das nehme ich mit. Komm. Das kriegen wir noch da hin. Genug Leben haben wir. Also wieder, das geht ja auch zum Glück relativ schnell wieder hoch. Und wir schauen hier. Sieht eigentlich ganz vielversprechend aus, aber bringt uns leider nichts an der Stelle. Außer ein wenig Schrott. Kann die irgendwas? Nee. Doch. Hä? Was ist das? Steht da Silberalgen? Oder was stand da gerade? Habe ich das richtig gelesen? Und da war, glaube ich, noch ein bisschen Eisen um die Ecke. Das können wir auch noch schnell mitnehmen. Ich finde es interessant, dass hier die Luft ganz langsam wieder voll geht. Am Ende. Ah ne, Kupfer ist es. Nehmen wir trotzdem mit. Wobei ich noch nicht weiß, da ist der Fisch. Der ist gefährlich. Wobei ich noch nicht weiß, ob wir Kupfer... so viel brauchen. Also, wir haben ja bis jetzt noch gar keinen Grund, irgendwie Kupfer abzubauen. Ich hole mir aber den Fisch hier. Also, ich will es zumindest probieren. Eigentlich geht das recht gut, wenn man im Kreis schwimmt. Genau. Nice. Cool. Wir haben diesen Kopf. Den sehen wir direkt an. So. Ja, oder vielleicht auch nicht. Den hängen wir später auf. Bringt uns dann mehr. Sie haben einen recht bitteren Geschmack. Okay. Naja. Ob die uns irgendwie anders was bringen, weiß ich nicht. Aber interessant, dass man auch Pflanzen abbauen kann. Das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Die sah halt nur ganz interessant aus und ich wollte mal gucken. Und siehe da, es funktioniert. Ich glaube, wir sind auch relativ weit schon, oder? Ja. Ich glaube, hier rum noch, da sind wir wieder am Floß. Da ist Eisen. Ja, wunderbar. 3 Stück. Hätte ich nicht mehr gedacht, dass hier noch was kommt. Wow. Habe ich voll vergessen, dass das so schnell ging. Na gut, es gibt ja auch noch diese fällt mir gerade ein, diese Schwimmschuhe. Oder
nicht Schwimmschuhe, hier diese Schwimmflossen gibt es ja noch. Die dürften ja, denke ich mal, auch recht gut sein. Und stimmt, die Tauchflasche gibt es auch noch. Die hatten wir ja, glaube ich, am Forschungsdich noch gesehen. Oder konnten wir die schon machen? Nee, ich glaube... Nee. Machen noch nicht. Aber schon mal am Forschungsdich sehen. Ach, hier kommt ja jetzt wieder der Stein. Genau, und der Vogel. Der Terrorvogel. Das wäre lustig, wenn ich mit dem Haken mich am Vogel festhalten könnte. Und dann bringt er mich über die ganze Insel. Ja, natürlich. Natürlich. Noch nicht mal aus der Höhle raus. Und ich werde schon von allem getötet oder versucht getötet zu werden sein. Tun. Tja, hier kommst du nicht drauf. Das ist meine Butze. Der lebt auch nicht mehr lang. Ja, natürlich. Wir fahren auch bald weiter. Wir fahren jetzt weiter. Komm, wir fahren jetzt weiter. Ich habe erstmal wieder genug von Vögeln. Explosivzeugs. Da fällt mir auch ein, wir sollten... haben wir die noch? Hier, die sollten wir mal... forschen. Ich glaube, da ist dieser Kleberwirt da raus. Gut, Leben haben wir zum Glück noch ganz gut. Komme ich hier irgendwie raus? Ja doch, irgendwie so muss es gehen. Kann ich mal kurz forschen, ohne dass du mich versuchst anzugreifen? Ah, du bist auch da oben. So, ich hoffe, wir haben nicht allzu viel übersehen, aber... Nee, das geht nicht. Ach, das wollte ich forschen. Ja, hier sind die Sachen. Da ist der Bogen. Toll. Wir sind ja echt weit gekommen, ne? Richtig weit gekommen. Da ist der Bogen. Da brauchen wir zwei Glibber. Haben wir sogar da. Nice. Noch mehr haben wir. Doch, tue ich das damit rein. Und das wieder nach da hinten. Können wir hier irgendwie... Ach so, das passt gar nicht mehr rein. Grundgütiger. Kopf kommt einfach in die Essenskiste. Aber wobei, das passt in dem Fall eigentlich gar nicht. Weil wir von dem gar kein Fleisch kriegen. Deswegen tue ich das hier mit rein. Und wir gucken, der Bogen. 6 Planke, 4 Seile. Das sollten wir haben. Das ist schön. Damit haben wir einen Bogen. Seile habe ich hier rein, ne? Nee, hier rein. Nein, hier rein. Schön, jetzt können wir uns endlich ein bisschen wehren. Und wenn du jetzt nochmal herkommst, dann kriegst du auch einen Pfeil in den Hintern. Genau, hat dieses Klipperzeug gebracht. Ich gucke mal gerade. Warte mal, wo waren das nochmal? Oh Gott, ich muss was trinken. Das war ja schon wieder mehr als knapp. Genau, hier sind zum Beispiel nur noch zwei da, obwohl wir komplett angepflanzt hatten oder haben, soweit ich weiß. Ach hier, Seetang muss ich so lernen. Habe ich gar nicht dran gedacht, dass wir das ja auch machen können. Aber die Taucherflasche, was kam die? Da ist sie. Leere Flasche und Glas. Leere Flasche sollten wir hinkriegen. Denke ich mal. Das dürfte doch nur Plastik sein, oder? Ja, 4 von diesem Glibber. Kann mit viel Wasser gefüllt werden. Das klingt gut. Das sah gerade so ein bisschen aus, als wäre die ausgelaugt und kann nicht mehr. Die wird bestimmt von irgendwem bezahlt.
Ach, immer wenn die Wellen so hoch gehen, ne? Ja, das kann ich vergessen. Wo fahren wir überhaupt hin? Der Wind geht ganz anders. Der Wind geht nach da. Ich frage mich auch, ob das Spiel uns so ein bisschen im Kreis schickt am Anfang, wo wir noch nicht so weit sind. Diejenigen, die das Spiel ein bisschen weiter kennen, die wissen vielleicht jetzt, worauf ich hinaus will. Wir haben ja später andere Möglichkeiten, sage ich mal, ganz grob. Und deswegen, also ich habe das Gefühl, das Spiel schickt uns so ein bisschen im Kreis gerade am Anfang. Ach, da ist kein Holz drin. So viel dazu. Eins brauchen wir noch. Wenn das durch ist, dann passt das. Ach, da brauche ich auch wieder Holz. Ich glaube, wir gehen mal, oder ja, lass uns mal schlafen, bevor es wieder hell wird. Natürlich. Ach Gott, ach Gott. Hä? Ich bin noch zu schwach. Komm her. Wenn man das kriegen dürfte, doch... Fliegt er eigentlich weiter als der andere? Ich habe das fast schon im Gefühl so, aber... Ich glaube nicht. Fühlt sich nur so an, als würde er irgendwie weiterfliegen. Gut. Dankeschön. Kleber müsste auch wieder durch sein. Da ist es. Dann müssen wir jetzt was trinken, weil wir jetzt wieder sterben. Und da brauchen wir noch 6 Kunststoff. Ich würde ja gerne selber nutzen. Aber wir machen das jetzt wirklich so. Sauerstoffflasche. Hä, warte mal. Was war denn das andere? War das eine verbesserte Sauerstoffflasche? Ach, das war das Fernglas. Hoppala, das sah aus wie eine Sauerstoffflasche. Ja, cool. Das war eigentlich gar nicht so geplant, aber warum nicht? Dann halt so. Oh Gott, ganz viel Seetang. Ja, oh Gott, da kommen wir ja... oh Mann, da müssen wir ja nochmal ganz gut tauchen gehen. Na schön, da fliegt wieder eine Kiste vorbei. Die entgeht mir hier nicht. Dankeschön. Wir hatten bis jetzt nur Pech, ne? Auf jeder Insel waren irgendwelche total bekloppten Vögel, die uns immer bombardieren wollten. Wir hatten jetzt keine Gelegenheit mehr, richtig entspannt einfach mal zu gucken und ein bisschen zu looten. Dankeschön für ein bisschen Hähnchen. Kann ich doch eigentlich direkt auf den Grill schmeißen, komm. Sehr gut. Ah, das sieht sehr schön aus. Gibt richtig gut Essen. Oh. Das reicht sogar schon. Dann geht das zurück. Ah, du wolltest schon wieder angreifen hier, ne? So, das machen wir jetzt fleißig weiter. Wie gesagt, das würde ich ganz gerne noch machen, diese Flasche. Das klingt schon verlockend und wir, das habe ich voll vergessen, ne? Das wollten wir die ganze Zeit machen. Wir brauchten Schrott. Muss ich wieder suchen. Wo habe ich Schrott gelagert? Ach ja, hier.
So, nehmen wir die Hälfte einfach davon. Eisenbarren. Ja, komm, Sand gehört auch gar nicht dahin. Sand kommt eigentlich hier hin. Darüber hinaus brauchen wir noch ein paar Planken und machen davon jetzt zwei Stück. Jo. Machen das so, dann wäre da noch Platz für ein kleines Feld, wenn wir das noch machen wollen. Und hier machen wir schön zwei große Felder hin. Ach, wir sind gedreht. Mist. Deswegen sammeln wir auch nicht so viel. Das ist blöd. P-L-Ü-T. Jo. Ah. Aber da haben wir auf jeden Fall schon mal ganz schön zwei große Felder. Da wachsen jetzt Melonen ran. So gefällt mir das. Ja, wieder auf See. Leider ein bisschen falsch verdreht. Da ist eine kleine Insel, da lenken wir auch rüber. Die will ich auf jeden Fall mitnehmen. Da ist auf jeden Fall auch kein Vogel. Der lebt noch. Ja, ja, er lebt noch. Ich habe gerade wieder so das Gefühl, ich komme... Hallo? Ach so, Quatsch. Ich komme nicht so ganz hinterher. Ich will das eine machen, da ist das andere schon wieder fertig, dass wir da weitermachen können. So, da wächst auch irgendwie was. Zack, zack, zack. Ich brauche wieder Holz. Ach, jetzt, ich habe eins. Natürlich. Nimm einfach mal gerade die Hälfte. Ach ja, ach ja, ach ja. Ach, gerade, wir hätten nur noch ein Seil. Hier dürfte ich doch hängen bleiben, oder? Dann können wir hier hoffentlich entspannend in der nächsten Folge mal nochmal ein bisschen an der Insel abbauen. Und vielleicht gibt es hier auch so ein bisschen Seetang. Das wäre natürlich super. Ich sammle das mal schnell ein. Oh Gott. Was macht das Floß? Ach nein. Warte mal. Was war das? Was war das? Ach da, Plastik. Schön viele Ressourcen. Ja, vielleicht machen wir auch bald noch ein bisschen größer. Langsam wird es Zeit. Das wäre erstaunliche Mahlzeit. Das könnten wir sogar machen. Moment, ich will mal gerade nachschauen. Eins brauchen wir noch. Dann könnten wir da schon mal das eine machen. Vielleicht auch die Flasche. Reicht denn? Jetzt muss ich gerade überlegen. Hier mache ich ja mal einen Becher voll, ne? Wenn ich jetzt das verarbeite und mit der Flasche rangehe, habe ich dann mehr davon? Das wäre jetzt die Frage an der Stelle. Na gut, was soll's. Insektennetz, um Insekten zu fangen. Okay, das... Achso, das könnte vielleicht... Ich habe eine Idee, wofür es sein könnte. Was wollte ich denn jetzt gucken? Ach ja. Holzen. Ja, wir haben nur noch ein Metall. Und kein Holz mehr drin. Noch ein Metall, aber das andere, das können wir noch einschmelzen. Gerade grob so machen. Wobei, ich hätte auch alles nehmen können. Ist ja egal. Boah, du bist zu schnell wieder hoch. Ich hätte nochmal zugestochen. Na gut. Ja, genau. Hierfür habe ich das gedacht. Könnte es eventuell gut sein. Ich weiß es nicht. Leiterplatte. Was können wir denn hier... Das wäre... Das machen wir jetzt noch. Weil das Ding ist, soweit ich mich erinnere, ziemlich geil.
fällt mir auch ein, rein theoretisch könnten wir doch auch... Glas selber herstellen, weil wir doch Sand haben. So, ich merke gerade, dass wir richtig Überlänge haben und ich bin hier wieder voll vertieft. Ja, überall gibt es was zu tun. Das eine will man noch abschließen, dann kommt das andere dazu, was man noch abschließen will. Ich mache jetzt einfach hier einen Cut. Bedanke mich an der Stelle ganz herzlich fürs Einschalten. Beim nächsten Mal schauen wir uns die Insel hier ein bisschen an. Auch diesmal wieder ein bisschen entspannter, ohne bekloppte Vögel, die uns hier die ganze Zeit bombardieren. Und ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Einschalten. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, dann seid doch so lieb. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt und es noch nicht getan habt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Ich würde mich über beides freuen und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.